Liebe Freundinnen und Freunde eines menschenfreundlichen Ausländer-Asyl- und Flüchtlingsrechts. Die Geschichte der internationalen Solidarität der Arbeiterbewegung, die Ihnen ja hier besonders angelegen ist, fängt auch an mit einem Lied. Es ist ein Lied, das mit der Zeile beginnt: Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die stets man noch zum Hungern zwingt. Es ist eine Klage über Hunger, Ausbeutung und Elend. Und das reimt sich dort in den letzten Zeilen auf das letzte Gefecht, der Kampf um das Menschenrecht. Heute hört man so ein Lied, je nachdem, wie man politisch eingestellt ist, nostalgisch lächelnd oder verdrießlich grinsend an. Das Grinsen vergeht einem schnell, wenn man das Lied aus dem 19. Jahrhundert löst und es ins 21. Jahrhundert stellt. Die Verdammten dieser Erde, es sind heute die Flüchtlinge. Sie sind das Thema dieses Medienprojekts, das wir hier auszeichnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu den Themen Asyl und Flüchtlingsschutz werden heute profunde Leitartikel und tolle Reportagen geschrieben. Das war nicht immer so. Vor 20, 25 Jahren, als das deutsche Asylrecht verstümmelt wurde, als aus dem Asylgrundrecht ein Asylgrundrechtlein wurde, da war der deutsche und der deutschsprachige Journalismus überwiegend sehr leise. Er hat dieser Kastration eines Grundrechts ziemlich klaglos zugeschaut. Ach ja, hieß es, das Grundrecht dürfe halt von den Armutsflüchtlingen nicht missbraucht werden. Und dann ließen es sich ganz viele politische Journalisten auch gefallen, dass das deutsche Asylrecht als Modell für das Asylrecht in der Europäischen Union diente. Doch auf einmal schaute man dann verwundert, als Europa abgeriegelt wurde, als an der griechisch-türkischen Grenze am Evros-Fluss ein kilometerlanger Eisenzaun stand, als die Grenzschutzagentur Frontex Flüchtlinge zurücktrieb in ihre Herkunftsländer und als im Mittelmeer Tausende von Flüchtlingen ertranken und der Papst die Globalisierung der Gleichgültigkeit anprangerte. Der Journalismus, der bei den Themen Asyl und Flüchtlinge viele Jahre lang weitgehend versagt hat, ist heute aufgewacht. Eine neue Generation von Journalisten ist am Werk, die sich mit dem Status quo, mit dem so oft schäbigen Status quo des Flüchtlingsrechts, der Flüchtlingspolitik und des Flüchtlingsalltags nicht zufrieden gibt. Der Journalismus ist wach geworden. Besonders wach ist er in Österreich. Das dortige Projekt Asyl ist ein journalistisches Projekt, wie man es sich akribischer, profunder und nachhaltiger nicht wünschen kann. Dossier Asyl ist die erste umfassende journalistische Untersuchung der Lebensbedingungen von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in Österreich, flächendeckend und nachvollziehbar. Ich kenne eine Arbeit von solchem Umfang auch nicht in Deutschland. Im Sommer 2013 besuchte Dossier Asyl 98 Asylunterkünfte im Burgenland, in Niederösterreich und in Salzburg. Das war der starke Beginn eines fortlaufenden Internetprojekts, das den Status quo des Flüchtlingsschutzes und des Flüchtlingsnichtschutzes in Österreich beschreibt. Man erhält ganz tiefe Einblicke in das tägliche Leben von Menschen, die in Österreich Schutz suchen und manchmal finden und sehr oft nicht. Dossier Asyl, das sind 12 junge Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, alle 12 sind heute da. Ein Teil kommt stellvertretend gleich auf die Bühne. Was Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von Dossier Asyl, machen, ist nachhaltiger, akribischer und energischer Journalismus. Dossier Asyl, das ist ein Journalismus, der in die Tiefe geht. Das ist ein Journalismus, der Dinge ans Licht bringt, die selbst Experten nicht gewusst haben. Das ist ein Journalismus, der Grundlage sein kann für eine neue, eine bessere Flüchtlingspolitik, die Deutschland, Österreich und Europa so dringend braucht. Das ist
preiswürdiger Journalismus. Zwölf engagierte junge Journalisten sind es insgesamt bei Dossier und wir freuen uns sehr, dass zwei von Ihnen jetzt hier dabei sind. Bitte Sie auf die Bühne. Florian Strabal, unser Einsamer. Herzlichen Glückwunsch. Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch, Sahel Sarinfat und Florian Skrabal zu diesem Preis. Ja, vielen Dank. Danke. Erstmal kurz zu Ihrem Projekt Dossier. Sie haben sich 2012 gegründet und Sie sind insgesamt 12 Leute das Team. Was war die Idee zu Dossier am Anfang? Ja, Dossier hat 2012 begonnen, im Oktober 2012 und wir waren damals zu fünft und es gab damals eine Recherche zu einem ganz anderen Thema. Das Thema war Korruption zwischen Politik und Medien, weil es in Österreich ein ziemliches Problem gibt, was Anzeigen, Schaltungen von öffentlichen Stellen in Medien anbelangt. Und wir wussten, dass diese Geschichte nicht in traditionellen Medien erscheinen kann. Und damals war einfach nur eine Rechercheidee am Start. Mittlerweile ist ein Geschäftsmodell daraus geworden. Mittlerweile sind wir auf 12 Personen angewachsen. Sind überzeugt in der Nähe, dass das funktionieren kann. Sie leisten eine großartige Arbeit. Wie finanzieren Sie sich? Gute Frage. wir werden jetzt im Spätherbst eine Community-Paywall einziehen. Das heißt, unsere Inhalte bleiben nach wie vor frei, weil wir Journalismus im öffentlichen Interesse machen wollen. Aber es wird für unterstützende Mitglieder die Möglichkeit geben, auch uns zahlen zu dürfen und können. Dann machen wir journalistische Dienstleistungen. Also wir haben zum Beispiel Rechercheaufträge für deutsche Medien schon übernommen, die in Österreich Recherchen brauchten. Und wir haben eine eigene Weiterbildungsschiene, eine Trainingsschiene aufgezogen. Für das Thema Asyl haben Sie an die 100 Asylunterkünfte in Österreich besucht. Wie sah Ihre Arbeit konkret aus, Sahel Sarinfat? Was haben Sie gemacht? Wir haben ganz zu Beginn mal die Idee verschriftlicht. Also wir haben einen Rechercheplan geschrieben, um überhaupt den Überblick über so ein großes Projekt zu behalten und auch zu wissen, wohin es schrittweise geht. Nach der Trockenrecherche sind mein Kollege Peter Sim und ich für den ganzen Sommer eigentlich in 3 Bundesländern in Österreich unterwegs gewesen, haben uns über 106 Quartiere angesehen und dort vor Ort einen eigens entwickelten Kriterienkatalog ausgefüllt, Fotos und Videos gemacht, um auch zu zeigen, wie es in den Asylunterkünften ausschaut. Quasi Daten erhoben, die wir hinterher datenjournalistisch ausgewertet haben und somit veröffentlicht. Und das haben Sie sozusagen ohne offizielle Genehmigung gemacht? Sie sind einfach reingegangen, ohne das hätten Sie nicht so tiefe Einblicke haben können? Oder warum haben Sie darauf verzichtet, auf die Genehmigung? Wir haben nicht auf die Genehmigung quasi verzichtet, weil sie uns egal war, sondern weil das Thema Asyl ein sehr verwobenes ist, ein Tabuthema ist mittlerweile, ein politisches Tabuthema ist und auch ein sehr verschlossenes System ist. Deswegen wussten wir, womit wir es hier zu tun haben und haben uns dafür entschieden, mit Asylsuchenden zu sprechen, sodass sie uns einladen, uns die Pensionen anzusehen, wo sie wohnen, denn sie haben ja Besuchsrecht und wir sind ja auch nicht eingebrochen in die Asylquartiere, also es war schon gut so. Was gehörte denn für Sie zu den deprimierendsten Momenten bei dieser Recherche? Da gab es ganz, ganz viele, also auch im Laufe der Recherche, denn an einem Tag denkt man, man hat das schlimmste Quartier gesehen und übermorgen weiß man es besser, denn es gibt noch viel schlimmere. Ich glaube, deprimierend, so kann man es vielleicht nicht ganz sagen, aber es war auch erschreckend für uns, dann letztendlich die Endauswertung zu sehen,
und zu sehen, dass in einem Drittel der untersuchten Quartiere Asylsuchende in Schimmelquartiere wohnen, neben Schimmelflecken quasi schlafen und ja, sich nicht nur über die eventuell schlechte, den schlechten Umgang der Betreiber lautstark kritisieren, sondern auch teilweise die mangelhafte Ernährung. Also es war schon erschreckend zu sehen, wie der Staat Österreich als eines der reichsten Staaten Europas mit schutzbedürftigen Menschen umgeht. Auch in Deutschland ist das immer noch ein sehr aktuelles Thema. Leider der rabiate Umgang mit Flüchtlingen, vor allem durch private Wachfirmen, hat hier gerade für Aufsehen gesorgt. Da gibt es dann einige Tage Schlagzeilen, dann gerät das aber wieder so aus dem Fokus. Das Besondere an Ihrem Projekt ist aber, dass das ja praktisch nie abgeschlossen wird, glaube ich. Sie bleiben weiter an dem Thema dran und werden immer wieder dazu veröffentlichen. Ja, also wir haben es diesen Sommer wieder getan. Wir haben uns die schlimmsten Quartiere wieder angesehen und es wird am Donnerstag eine weitere TV-Reportage ausgestrahlt auf Servus TV und kommende Woche werden wir wieder die neuen Ergebnisse veröffentlichen. Es war schön zu sehen, dass in einem Bundesland wirklich die Landesregierung hier Maßnahmen getroffen hat und Quartiere saniert hat, Quartiere geschlossen hat. Das hat man wirklich den politischen Willen auch gesehen. In zwei anderen Bundesländern, die wir untersucht haben, da herrscht der Status quo vom vergangenen Jahr nach wie vor vor. Ja, das heißt, vielleicht werden wir es nächstes Jahr wieder machen und werden uns das halt weiterhin ansehen. Nichtsdestotrotz, es hat sich aber was getan. Also es hat was bewirkt. Es hat was bewirkt. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ein beeindruckendes Projekt aus Österreich. Sahel Sarinfat und Florian Strawal. Herzlichen Dank.